Brandtöpfen und Raketen entwickeln muslimische Techniker bereits im 14. Jahrhundert einen Kampfpanzer. Der Rambok bricht Festungstore und Mauern auf. Die Krieger im Inneren des Wagens sind vor Angriffen durch Brandtöpfe und Pfeile geschützt. Obwohl Saladin mehr Truppen und Kriegsgerät zur Verfügung hat, kann er die Gefangenen in Akkon nicht befreien. Seine Weigerung, Lösegeld zu zahlen, löst ein weiteres Massaker aus. Richard Löwenherz lässt die 3000 Geiseln enthaupten und beschließt, Saladin in Jerusalem anzugreifen. Einige Kilometer vor den Toren der Stadt muss sein Tross anhalten. Richard ist krank geworden. Sein Arzt ist hilflos. Er kann dem König nicht helfen und übergibt ihn in Gottes Hand. Es gibt aus der Zeit der Kreuzzüge tatsächlich einen Erlebnisbericht eines arabischen Arztes, der die Anwendungen eines christlichen Arztes erleben durfte. Dieser arabische Arzt wurde auf eine christliche Burg gerufen, weil es dort einige Krankheitsfälle gab, und durfte dann Zeuge werden, wie einer Frau, die offensichtlich geistig gestört war, die Haare abrasiert wurden und in die Kopfhaut ein Kreuz geritzt wurde, um auf diese Art und Weise eine Geisteskrankheit zu heilen. Während man in Europa noch versucht, Krankheiten mit Magie oder Gebeten zu heilen, führen arabische Ärzte schon komplizierte Operationen an Kranken durch. Ihre anatomischen Kenntnisse des menschlichen Körpers erlauben ihnen medizinische Eingriffe an Knochen und inneren Organen. Außerdem entwickeln sie zahlreiche mechanische Geräte, die bei der Untersuchung von Kranken helfen sollen. Das ist ein Gerät zur Bestimmung der Blutmenge nach dem Aderlass. Es ist nachgebaut worden nach einer Handschrift um 1200 herum. Man würde das Blut in diese Schale füllen. Das mache ich jetzt hier mal mit Wasser. Dadurch würde das Blut in den zylinderförmigen Behälter gelangen, in dem sich ein Schwimmer befindet. Und dieser Schwimmer bewegt jetzt diese gesamte Apparatur, indem er steigt. Die beiden Figuren auf der Deckplatte dienen dazu, die Patienten zu unterhalten, aber auch, um die abgegebene Blutmenge anzuzeigen. Ich verstehe das nicht. Der Frankenkönig Richard Löwenherz ist krank und wir sollen ihn behandeln. Ist Sultan Saladin verrückt geworden? Meister Bahadin weiß, was los ist, will es mir aber noch nicht sagen. Ausgerechnet unseren größten Feind sollen wir heilen. Ein Gastgeschenk hat der Sultan uns auch noch mitgegeben. Was bezweckt er wohl damit? Obwohl sie im Frankenlager auf unsere Ankunft vorbereitet sind, bin ich gespannt, wie uns die Ungläubigen empfangen werden. So nah war ich ihnen noch nie, unseren Gegnern. Die Kreuzritter begegnen uns sehr kühl. Ich spüre unterdrückte Feindseligkeit. Der König liegt in seinem Feldbett und sieht sehr geschwächt aus. Mein Meister untersucht ihn. Schnell wird ihm klar, an was Richard Löwenherz leidet. Er muss sich falsch ernährt haben. Von dem fränkischen Arzt erfahren wir, dass der König über mehrere Wochen nur getrocknetes Fleisch und kein Gemüse und Obst gegessen hat. Der Meister beruhigt den fränkischen Arzt und macht ihm klar, dass der König bald wieder gesund wird, wenn er genug frisches Obst bekommt und in sauberer Umgebung gepflegt wird.
Während es im islamischen Kulturraum im 10. Jahrhundert üblich war, dass die Häuser eigene Wasserzu- und Ableitungen hatten, dass man täglich in ein Badehaus ging, um sich zu reinigen, hat man im 10. Jahrhundert in den europäischen Städten angefangen, hölzerne Überschuhe, hochhackige hölzerne Überschuhe zu tragen, damit man trockenen Fußes durch die Kacke in den Straßen wandeln konnte. Das sind die hygienischen Verhältnisse gewesen. Aber nicht nur in den Städten, sondern auch in der Landwirtschaft wurde Wasser gezielt dahin geleitet, wo man es brauchte. Das ist das Modell einer Schraubenpumpe. Und die funktioniert so. Die Strömung treibt dieses Wasserrad an. Das Wasserrad überträgt die Drehbewegung über Zahnräder auf diese Schraube. Und die Schraube, die pumpt jetzt das Wasser auf die Felder und somit kann man größere Wassermassen eben zur Bewässerung mit dieser Pumpe befördern. Ich bin ganz aufgeregt. Ich darf dem ehrwürdigen Sultan so nah sein. Nun weiß ich, warum Sultan Saladin uns zur Behandlung von Richard Löwenherz ins Frankenlager geschickt hat. Er wollte den Streit um Jerusalem auf diplomatischem Weg lösen. Saladin ist nicht nur ein starker Anführer, sondern auch ein gewiefter Diplomat. Er nutzt Richards Krankheit, um Muslime und Christen einander näher zu bringen. Sein Plan geht auf. Richard Löwenherz erkennt, dass er Jerusalem nicht einnehmen kann und geht auf Saladins Kompromissvorschlag ein. Jerusalem bleibt in muslimischer Hand. Dafür behalten die Franken die Küstenstädte Jaffa, Akkon und Tyros. Saladins Plan führt zur ersten friedlichen Annäherung zwischen Muslimen und Kreuzfahrern in der Geschichte. Nach zweijähriger Belagerung zieht das Kreuzritterheer im September 1192 aus Palästina ab. Nun scheint der lang ersehnte Frieden da zu sein. Aber ich kann mich nicht darüber freuen. Meister. Denn mein Meister ist sehr krank. Er ringt mit dem Tode. Ein letztes Mal schenkt er mir sein Vertrauen. Der Meister trennt sich von seinem größten Schatz. Er übergibt mir das Buch mit den wissenschaftlichen Aufzeichnungen unserer Gelehrten. Kurz vor dem Tod ernennt er mich zu seinem Nachfolger. Meister, was soll ich denn nur ohne dich tun? Um das Jahr 1215 herum ist neben Toledo und Cordoba in Spanien Palermo eines der wichtigsten Zentren muslimischer Wissenschaft. Verantwortlich dafür ist der römisch-deutsche Kaiser Friedrich II. Im Grunde seines Herzens verachtet er die rückständigen, barbarischen Europäer und fördert arabische Kultur und natürlich Wissenschaft. Ein Dorn im Auge der katholischen Kirche. Das geheime Wissen des Islam will sie besitzen, doch eine Annäherung der Religionen auf jeden Fall verhindern. Wie sie dabei vorgeht, das sehen Sie jetzt bei Welt der Wunder.